sich zwei Leute kennenlernen. Das eine ist eine Frau und das andere ist ein Mann. Und sie sich nicht dagegen wehren, dass sie sich mögen. Dann fängt das Geschichtli an. Und wenn das Pärli glücklich in vier Wänden ist, kann man drauf gehen, dass das dann das Happy End ist. Ja, die Liebe macht einem reich. Ja, die Liebe macht einem reich. Und sollte es anders werden, frage mich. Ja, die Liebe macht einem reich. Ja, die Liebe macht einem reich. Und sollte es anders werden, fragt mich. Die beiden dunkt's, sie sind das Grösste. Sie essen quasi nichts als Kaviar. Auf einmal aber wird daraus Rösti. Und bald schon findet man in der Suppe Haar. Dann merkst du, dass Eherestero ein Splin ist. Und nicht ein Drei-Stern-Beiz vom Guide Michelin ist. Und doch macht Liebe reich. Und doch macht Liebe reich. Und sollte es anders werden, fragt mich. Und doch macht Liebe reich. Ja, die Liebe macht ein reich. Sollte es anders werden, fragt mich. Ich habe in diesem Punkt ja Erfahrung. Ich bin schon längst zum Träumealter aus. Es gibt keine ideale Paarung, es gibt keinen lebenslangen Flitterschmaus. Doch gibt's keinen Grund, dass wenn Quecksilbersäule ein bisschen sinkt, mer nun am ersten heulen. Auch die Wärme macht einem reich. Auch die Wärme macht einem reich. Und sollte